Ja, hallo auch von mir. Genau, wir werden uns heute Abend dem, ich muss das nochmal hier einrichten, so glaube ich, so ganz gut, oder? Ist das mal so verstehen? Sehr gut. Also, wir werden uns heute Abend dem aktuellen Stand der Aufklärung im NSU-Komplex widmen. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt 1000 Nazi-Namen und Daten aufzähle, sondern das spielt sich auch durchaus auf einer etwas abstrakteren Ebene, nicht super abstrakt, aber eben etwas überblicksartig natürlich ab. Aber ja, soweit ich die Details weiß, könnten wir auch da in der Diskussionsrunde natürlich zukommen. Und genau, als erstes möchte ich einen Blick nach München werfen zum NSU-Prozess, der so langsam seinem Ende zugeht, und dann mal gucken, was wir allgemein eben wissen zum NSU-Komplex, weil es wird zwar immer so drüber kommuniziert, dass eigentlich noch alles offen ist. So ganz ist das nicht so. Wir können schon einige Sachen eigentlich fest sagen. Natürlich gibt es viele offene Fragen, die gucken wir uns danach an, und danach gibt es eben so einen Ausblick. Genau. NSU-Watch ist ein antifaschistisches Netzwerk, ein bundesweites, was eben den NSU-Komplex beobachtet, analysiert, eigene Recherchen anstellt, vor allen Dingen den NSU-Prozess in München protokolliert und auch die Untersuchungsausschüsse auf den Landesebenen. Da gibt es ja nochmal so Landesprojekte, das also ganz kurz sozusagen zu uns. Genau, dann ab nach München. Der NSU-Prozess, wenn ihr die nicht sehen könnt, die PowerPoint-Präsentation, ist das nicht so dramatisch, weil da sind eigentlich im Wesentlichen Bilder nur zu sehen. Jedenfalls, der NSU-Prozess, der läuft ja schon seit Mai 2013, also schon eine sehr lange Zeit. Und ja, eine ganze Weile ist eigentlich so ein bisschen aus dem Blick geraten, worum es dort eigentlich geht. Also am Anfang wurde der Prozessstoff, der durch die Anklage, durch die Bundesanwaltschaft so festgelegt wurde, relativ stringent sozusagen verhandelt. Es ging also um die Mordserie, es ging um die Sprengstoffanschläge, die rassistischen, und eben auch die rassistische Mordserie und auch den Mord an Michelle Kiesewetter. Also so die Fakten. Das heißt, es wurden Angehörige und Zeugen und Zeuginnen gehört, viele damals ermittelnde Polizisten haben dort nochmal ausgesagt und auch aktuell ermittelnde Polizisten und auch viele Neonazi-Zeugen, vor allen Dingen aus der Zeit, in der der NSU in Jena sozialisiert wurde und auch aus der ersten Zeit, nachdem sie nach Chemnitz umgezogen waren, also das Unterstützungsnetzwerk. Da waren auch schon viele Zeugen und Zeuginnen benannt in dieser Anklageschrift, aber ganz viele wurden auch geladen, weil die Nebenklage Beweisanträge gestellt hat. Also die Nebenklage sind die Angehörigen und Betroffenen und ihre jeweiligen Anwälte, die also für sie dort in München sitzen. Und die waren also nicht ganz angetan von dem Beweisprogramm, weil eben vieles ausgeblendet wurde, weil die Bundesanwaltschaft bis heute davon ausgeht, dass der NSU praktisch ein isoliertes Trio ist. Die haben auch von Anfang an nur so ermittelt. Das heißt, viele aus dem Umfeld wurden einfach gar nicht gehört, weil diese These praktisch nicht überprüft wurde, ist das ein Trio, sondern die stand von Anfang an, das ist ein Trio und so wird das jetzt auch ermittelt. Das heißt, die anderen hören wir gar nicht, und so war auch eben die Zeugenliste angelegt. Das konnte ein bisschen durchbrochen werden, es konnten also viele Zeugen und Zeuginnen noch gehört werden, bis dann in München der Richter sozusagen bisschen seine Linie gewechselt hat und die meisten Beweisanträge von der Nebenklage abgelehnt hat, wo die also gefordert haben, dass noch mehr Zeugen und Zeuginnen dorthin kommen. Das heißt, was wir in München nicht verhandelt haben, war das Unterstützungsnetzwerk in Zwickau, wo der NSU während der ganzen Mordserie gelebt hat. Und wir haben auch dort nicht gehört, viele V-Leute. Es waren sowieso nur zwei V-Leute benannt auf dieser Zeugenliste, nämlich Tino Brandt und das zweite fällt mir ein, wahrscheinlich nur Tino Brandt. Und es wurden aber zusätzlich noch vier, fünf weitere V-Leute geladen. Das war's aber. Und man geht aber davon aus, dass mindestens 40 im engeren Umfeld sich bewegt haben, die auch namentlich genannt werden können.
Ein paar konnten geladen werden, auch ein paar von den V-Mann-Führern, aber es hat sich dann eigentlich so abgespielt wie überall, nämlich die Neonazis haben gelogen und auch die Leute vom Verfassungsschutz haben massiv gelogen und haben im Wesentlichen gesagt, dass sie Erinnerungslücken haben. Das ist nämlich sowas, womit man bei Gericht gut durchkommt. Wenn man also lügt und dabei erwischt wird, ist das strafbar, aber niemand kann einem ja nachweisen, dass man sich an was nicht erinnert und deswegen ist das sozusagen deren Route gewesen, wo sich dann an einzelne Dinge sehr detailliert erinnert werden konnte, an andere aber nicht. Das war so, waren so die Anfangszeiten, wo es also inhaltlich noch relativ dicht war, aber dann ging es ja in eine ganz lange Phase, wo vor allen Dingen die Angeklagten im Vordergrund standen, weil Beate Zschäpe hat dann irgendwann ihre Aussage angekündigt, auf die wurde eine ganze Weile gewartet, sind viele Prozesstage ausgefallen, Verteidigung Wohlleben hat einen Befangenheitsantrag nach dem anderen gestellt, Befangenheitsanträge sind Anträge, die Richter auswechseln sollen, damit eigentlich den Prozess zum Platzen bringen, weil die sagen, die haben schon vorher ihr Urteil festgelegt und hören sich das gar nicht offen an. Also darum geht's da, die sind alle abgeschmettert worden. Und das war eigentlich so in den letzten Jahren der Alltag. Aber jetzt, seit vor der Sommerpause, ist der Prozess in die nächste Phase eingetreten, nämlich in die Plädoyerphase. Und das heißt, dass alle Verfahrensbeteiligten nochmal ihre Schlussvorträge halten. Die Bundesanwaltschaft hat damit angefangen, also die Anklägerin sozusagen, und hat zwar nochmal betont, dass sie denken, es war ein isoliertes Trio, dass die Behörden da keinen strafbaren Anteil am NSU-Komplex haben. Und genau, das haben sie nochmal betont. Gleichzeitig sind sie nochmal scharf ins Gericht gegangen mit allen, die da das Gegenteil behaupten. Also die sagen, das Ende der NSU ist ein Netzwerk. Und die sagen, die Behörden hatten sehr wohl einen Anteil und auch einen strafbaren Anteil. Die wurden so im ersten Teil des Plädoyers so ein bisschen diskreditiert. Aber dann hat die Bundesanwaltschaft sehr hohe Strafen für die Angeklagten gefordert, insbesondere für die Hauptangeklagten Beate Zschäpe, Ralf Wohlleben und André Eminger, und hat ihnen auch nochmal nachgewiesen, auch aus ideologischer Sicht, warum das so ist. Die ideologische Sicht hatten sie eigentlich am Anfang gar nicht drin. Das war was, was auch wiederum die Nebenklage in diesen Prozess eingeführt hat, was dann doch für die ganz nützlich war. André Eminger ist dann in Haft genommen worden. Er war nämlich die ganze Zeit auf freiem Fuß während dieses Prozesses, weil die nämlich 12 Jahre für den gefordert haben und dann Fluchtgefahr bestand. Ja, und in den letzten Wochen sozusagen ist der Prozess da durch diese Plädoyerphase wieder zurück zu seinem Kern gekommen, insbesondere deswegen, weil jetzt die Nebenklage plädiert. Auch zwei Bilder. Und auch die Betroffenen und Angehörigen in München vor Ort sind und dort auch zum Teil selber sprechen. Das ist denen auch während des ganzen Prozesses schon möglich gewesen. Das heißt, die Angehörigen und Betroffenen als NebenklägerInnen, die konnten auch Zeugen und Zeuginnen befragen. Das haben vor allen Dingen Familie Josgat gemacht. Familie Josgat sind die Angehörigen von Halit Josgat, der 2006 in seinem Internetcafé ermordet wurde, während der Verfassungsschützer Andreas Temme dort vor Ort war, der bis heute behauptet, er habe da nichts mitbekommen. Und der Vater von Halit Josgat hat den dort vor Gericht selber vernommen. Bis heute ist das immer noch relativ offen, was da passiert ist, aber trotzdem sind das natürlich Momente im Prozess gewesen, die besonders wichtig sind. Gleichzeitig wurden die Angehörigen Betroffenen immer wieder total unterbrochen, wenn sie Aussagen gemacht haben, die über das hinausgingen, was der Richter hören wollte. Und das war in den letzten Wochen nicht so, sondern da konnten die einfach das Wort ergreifen, nochmal Forderungen stellen. Viele haben gefordert, dass der Prozess nicht das Ende der Aufklärung sein darf, sondern dass ihnen das nicht reicht, wenn die Angeklagten ins Gefängnis gehen, sondern dass sie mehr Aufklärung wollen, dass sie wissen wollen, wer war das Netzwerk, wer hat bei den Morden mitgewirkt und was die Behörden für einen Anteil gespielt haben. Und auf den Bildern hier zu sehen sind Elif und Gamze Kubaschik, sind die Ehefrau und die Tochter von Mehmet Kubaschik, der in Dortmund 2006 ermordet wurde.
und deren engagierte Nebenkläger, Nebenklagevertreterin, die dort auch neben ihnen zu sehen sind, die auch noch mal viel zum Netzwerk in Dortmund rausgefunden haben, da auch viele Beweisanträge gestellt haben, die aber abgeschmettert wurden. Das heißt, die haben dort, wie gesagt, sehr deutlich gefordert, sie wollen das wissen und für sie ist dieses Kapitel noch nicht zu Ende, sondern sie wollen wissen, warum ihr Ehemann und ihr Vater umgebracht wurde und wer genau in Dortmund den Tipp gegeben hat. Und da gibt es auch einige Vermutungen, aber man kann es eben noch nicht genau sagen. Und gleichzeitig geht es jetzt eben in den letzten Wochen im Prozess endlich wieder darum, worum es gehen soll, nämlich um die Angehörigen und Betroffenen, um die Ermordeten, um das Neonazi-Netzwerk, um die Anteile der Behörden und um die polizeilichen Ermittlungen, die massiv rassistisch geprägt waren. Und das heißt, das wird dort alles nochmal vorgetragen. Und das waren wirklich auch sehr beeindruckende Tage. Und diesem Narrativ, was dort nochmal von den meisten NebenklagevertreterInnen vorgelegt wurde, dem nochmal zu widersprechen von der Verteidigung oder von der Bundesanwaltschaft, das wird auch sehr schwierig werden. Also es wird nochmal, jetzt als nächstes die Verteidigung dran, das muss man mal schauen, aber das, was zählt, war sozusagen jetzt die letzten Wochen wichtig und gleichzeitig wurden dort auch nochmal neue Narrative aufgemacht, die nach einem Prozessende weiterermittelt werden können oder die vielleicht sogar im Prozess nochmal eine Rolle spielen, wie zum Beispiel die These, dass der NSU sich schon vor dem Abtauchen 98 gegründet hat. Das heißt, da wären auch noch andere mit dabei, deren Straftaten damit doch nicht mehr verjährt werden und so. Das ist also der Stand jetzt in München. Wahrscheinlich werden die Nebenklageplädoyers jetzt doch vor Weihnachten abgeschlossen. Danach ist die Verteidigung dran. Danach kann die Bundesanwaltschaft nochmal darauf antworten, was in den anderen Plädoyers gesagt wurde. Und dann fällt das Urteil. Und wir rechnen mit März, kann jetzt aber auch doch etwas früher sein, also Ende Februar, weil die Nebenklageplädoyers früher fertig waren, als wir das gedacht haben. Das ist die momentane Voraussage. Wir haben 2 Jahre lang immer Voraussagen gemacht, wann ist der Prozess zu Ende. Aber jetzt können wir uns ja etwas besser vorwagen, weil es etwas klarer ist als die ganzen Jahre zuvor. Genau, also das heißt, wer nochmal in den NSU-Prozess möchte, sich das ansehen möchte, dadurch natürlich auch immer Solidarität zeigt mit den mit der Nebenklage, sind jetzt noch die letzten Wochen sozusagen Gelegenheit und das wird auf jeden Fall auch immer wahrgenommen, auch wenn sozusagen die Nebenklage die Besuchertribüne nicht sehen kann, weil sie einfach drunter ist, wird das trotzdem wahrgenommen, wenn dort solidarische Menschen vor Ort sind und vielleicht auch nochmal wichtig, antifaschistische, solidarische Menschen da vor Ort zu haben, wenn die Verteidigung kommt und dort wahrscheinlich einfach viele Neonazis als Zuschauer hingehen werden, so wie das auch schon häufiger der Fall war, wenn es irgendwie um Wohlleben ging oder der Geburtstag hatte, da haben dort Neonazis offen Solidarität mit dem gezeigt und genau, das wäre also nochmal ein Punkt, denen da die Plätze wegzunehmen. Genau, aber nicht nur der Prozess hat eben an der Aufklärung gearbeitet, sondern auch JournalistInnen, Untersuchungsausschüsse, antifaschistische Initiativen, zivilgesellschaftliche Initiativen und so sind wir da in der Aufklärung auch ein gutes Stück weitergekommen und auch weitergekommen als der Prozess das so gemacht hat in den letzten Jahren. Und daher wissen wir eben einiges. Wir wissen, dass der gesamtgesellschaftliche Rassismus den NSU mitgetragen hat. Was wir hier auf dem Foto sehen, ist eine Demonstration in Kassel von 2006. Die ist organisiert worden von den Angehörigen, vor allen Dingen von den Angehörigen von Halit Yozgat, der kurze Zeit vorher in Kassel ermordet wurde, wo eben nochmal ganz stark gefordert wurde, kein 10. Opfer. Es muss ermittelt werden und es muss auch in Richtung rechtes Motiv Rassismus ermittelt werden. Ein paar Wochen später hat nochmal so eine Demonstration in Dortmund stattgefunden, aber die sind leider sozusagen nicht in dem Maße wahrgenommen worden, dass sich da was geändert hätte am medialen oder am gesellschaftlichen Narrativ zu dieser Mordserie. Die haben auch zeitgleich stattgefunden zur Fußball-Weltmeisterschaft der Herren 2006, die ja damals in Deutschland war, wo also so ein Narrativ
Ja, ist unklar, welche Wirkung das sozusagen entfaltet hätte. Das ist der gesamtgesellschaftliche Rassismus, der diese Demonstration nicht wahrgenommen hat, der nicht, wo eine Gesellschaft, eine weißdeutsche Mehrheitsgesellschaft, nicht widersprochen hat, als in der Zeitung rassistisch über die Mordserie ermittelt, beziehungsweise in den Zeitungen rassistisch berichtet wurde und die Polizei rassistisch ermittelt hat. Da gab es eben keinen entscheidenden Widerspruch, das wurde nicht hinterfragt, großartig, oder zumindest nicht, dass wir das wüssten. Und deswegen sind leider die Angehörigen und Betroffenen auch ungehört geblieben, die also schon jahrelang versucht haben, darauf aufmerksam zu machen, bei der Polizei, bei diesen Demonstrationen, auch medial, dass es sich eben um möglichst rechtes Motiv handeln könnte. Und damit spielt eben dieser Rassismus eine tragende Rolle, der sich auch wie ein roter Faden natürlich durch den NSU-Komplex zieht. Ohne Rassismus, ohne Gesamtgesellschaft und Rassismus ist der NSU-Komplex nicht zu verstehen. Und das haben wir sozusagen, das ist ein Punkt, den wir wissen, aus dem wir entsprechende Lehren auch als Gesellschaft, als Linke vor allen Dingen ziehen müssen. Der sich eben dann nochmal so klar gemacht hat in den letzten Jahren. Dann können wir den NSU sozusagen einordnen in die Geschichte des rechten Terrors. Es wurde ja massiv behauptet, dass dass der NSU was wäre, was vorher noch nie passiert wäre, weshalb die Polizei, die Gesellschaft, die Medien auch nie hätten drauf kommen können, dass es sowas gibt, überhaupt wie rechten Terror, dass Neonazis überhaupt sowas machen könnten. Wurde 2011, als der NSU bekannt wurde, überall geschrieben, so nach dem Motto, man wäre so, also dass Neonazis überhaupt sowas in der Lage sind. Man hat sich ganz entsetzt gezeigt, also entsetzt zu Recht, aber eben nicht überraschend, dass Neonazis so etwas aus ihrer Ideologie heraus begehen und eben auch nicht geschichtslos. Denn es gibt nämlich eine Geschichte des rechten Terrors in Deutschland. Das ist in den letzten Jahren auch nochmal massiv aufgearbeitet worden. Nämlich einmal zum Beispiel 1980 das Oktoberfestattentat, da ist da die Gedenkstätte zu sehen an dem letztjährigen Gedenktag, wo also ein Gundolf Köhler einen Anschlag auf das Oktoberfest verübt hat, bei dem auch viele Menschen zu Tode gekommen sind und der dann als Einzeltäter mit Liebeskummer im Grunde abgetan wurde, und die Verbindung in die rechte Szene, nämlich zur Wehrsportgruppe Hoffmann, die mussten erst durch massives journalistisches, anwaltliches Engagement, kam das sozusagen erst ans Licht und ist bis heute auch nicht richtig aufgearbeitet worden, auch weil sich auch dort V-Leute in der Nähe befunden haben. Und Ulrich Chaussy, der diesen bis heute zu diesem Oktoberfest-Attentat arbeitet, der sagt, wenn das ordentlich aufgearbeitet worden wäre, hätte es wahrscheinlich den NSU so nicht geben können. Aber das ist eben nicht geschehen. Dann auf der anderen Seite auch sozusagen eine Gedenktafel, die jedes Jahr am Jahrestag in der Hamburger Halsgestraße aufgebaut wird, nämlich an Yunyok Chow und Duan Lan. Die sind umgebracht worden bei einem rassistischen Brandanschlag 1980, wie gesagt, in der Halsgestraße. Das ist dort in Bilwerda-Morfleet. Neonazis haben Neonazis der deutschen Aktionsgruppen haben im Hamburger Abendblatt einen Artikel wahrgenommen, der über diese Geflüchtetenunterkunft berichtet hat, in dem auf rassistische Art und Weise über Roma, die dort untergebracht waren, berichtet wurden, und haben sich kurzerhand entschlossen, einen Brandanschlag auf dieses Gebäude zu verüben. Und diese beiden Geflüchteten aus Vietnam sind bei diesem Brandanschlag umgebracht worden. Und die deutschen Aktionsgruppen sind geleitet worden von Manfred Röder, der dafür auch ins Gefängnis gegangen ist, der aber in den 90er Jahren wieder freigekommen ist und auf den sich dann die späteren Mitglieder des NSU auch offen bezogen haben. Also das heißt, die Geschichte des rechten Terrors, die war bekannt, nicht in der breiten Mehrheitsgesellschaft, sondern in der migrantischen Community und in der Neonazi-Szene, die sich da immer dran erinnert haben und sich darauf bezogen haben. Und ein weiteres Beispiel hier nicht zu sehen, aber auf den Zetteln, die hier ausliegen, der Mord an Ramazan Afce 1985 hier in Hamburg.
Landwehr ist er auf offener Straße von Neonazis ermordet worden. Und da ist jetzt am Donnerstag, am 21.12. um 18 Uhr die Gedenkkundgebung. Also das auf jeden Fall, nehmt euch die Zettel dort vom Tresen, sollte man hingehen. Das also als kurzer Block dazu. Und daran ordnet sich der NSU ein. Das ist die Geschichte des rechten Terrors in Westdeutschland. Es gibt auch eine Geschichte des rechten Terrors in Ostdeutschland, die so in den letzten Jahren aufgearbeitet wurde, wo sich eher um Mobbildung und pogromartige Zustände handelt. Das heißt, Übergriffe durch große Gruppen, auch mit Toten nach Disco-Besuchen beispielsweise, die erst jetzt in den letzten Jahren aufgearbeitet worden sind, die natürlich aber auch eine Erfahrung prägen, eine gesellschaftliche Erfahrung. Wie funktioniert das mit dem Rassismus, wenn man zur Tat schreitet, ist sozusagen eine Erfahrung, die weitergegeben wird, und das pogromartige Ausschreitungen sind dann also nichts, was in den 90er Jahren irgendwie was Neues ist, sondern die haben sozusagen eine Tradition. Und beim NSU kommen diese kleineren Gruppen, wie die deutschen Aktionsgruppen, und diese Art der Pogrome, der Mobbildung kommt eben sozusagen zusammen, und zwar im Neonazi-Netzwerk und in deren Sozialisation. Also wie ja sehr detailliert aufgearbeitet wurde, der NSU hat sich sozialisiert in den 90er Jahren, wo es eine massive rassistische Mobilisierung gab, gesamtgesellschaftlich, medial, von der Politik her, von der Gesellschaft her und natürlich in der Neonazi-Szene, wo sie neben den bekannten Pogromen und Morden in Rostock-Lichtenhagen, Mölln und Solingen auch noch überall in eigentlich ganz Deutschland, in vielen Orten, die Straße durch Alltagsterror sozusagen für sich beanspruchen. Das wird in den jeweiligen Orten immer runtergespielt als rivalisierende Jugendbanden oder Jugendliche, die irgendwie ein bisschen Zuneigung brauchen. Da ist ja auch dieses Konzept der akzeptierenden Jugendarbeit massiv in Verruf geraten, vollkommen zu Recht, weil dort Neonazis von SozialarbeiterInnen ihre Proberäume beispielsweise gestellt bekommen haben, wo sie also einen Rückzugsraum hatten, sich organisieren konnten und so weiter. Und das sind die Zeiten, in denen eben der NSU auch sozialisiert wurde, wo sie diese Erfahrung machen. Im Grunde steht die Bevölkerung hinter uns, es wird von denen applaudiert, es wird von denen ein Stück weit unterstützt. Außerdem die Erfahrung, wenn man gewalttätig auf der Straße auftritt, kann man ohne im Parlament zu sitzen seine Ziele erreichen. Als ja dann damals im Parlament das Recht auf Asyl faktisch abgeschafft wurde, also praktisch dann dem Mob auf der Straße etwas gegeben wurde für die Gewalt. Das sind alles Erfahrungen, die prägen. In den 90er Jahren werden dann Terrorkonzepte diskutiert, wie man das also machen kann mit dem rechten Terror, mit der Zellenbildung. Viele Ideen davon kommen auch aus Hamburg. Und in dieser Zeit sind ja das NSU-Kerntrio sozusagen im Thüringer Heimatschutz organisiert, in der Kameradschaft Jena, sind bundesweit aktiv bei Konzerten oder bei Demonstrationen dabei, lernen dort ihr späteres Netzwerk kennen und alle, die sie dann eben unterstützen in verschiedenster Art und Weise, beim Untertauchen, dann Klamotten zum Beispiel hinterherbringen. Also vieles wird dann von den Leuten aus Jena übernommen, vieles aber auch von den Leuten in Chemnitz und in Zwickau, Wohnungen anmieten und so weiter. Und dann aber auch das Neonazi-Netzwerk, was an den Tatorten die Hinweise gegeben haben muss. Über das wir weit weniger wissen als über das Netzwerk in den Städten und das Unterstützungsnetzwerk in Jena. Da können wir also viele Leute benennen, von dem anderen Netzwerk eben noch nicht. Und gleichzeitig gehen wir sozusagen aus von verschiedenen Netzwerken, in denen sich der NSU bewegt, die gar nicht unbedingt alle das gleiche Netzwerk sein müssen. Also so das Politisierungsnetzwerk, das Unterstützungsnetzwerk in den Städten, die großen Neonazi-Netzwerke Blood and Honor oder der Hammerskins. Also das sind unterschiedlichste Netzwerke, in denen sich der NSU bewegt,
auch das Netzwerk der Nachbarschaft, dass sie sich also in Zwickau in der Nachbarschaft befinden, wo sie wahrscheinlich nicht groß mit ihrem Rassismus hinterm Berg halten müssen, sondern wo man eigentlich in den letzten Jahren gesehen hat, dass es normal, sich rassistisch zu äußern, vollkommen normal auf Facebook Nein zum Heim irgendwie gut zu finden oder gar eine Hitler-Büste auf dem Fernseher im Partykeller zu haben. Also das heißt, dieses Netzwerk der Nachbarschaft, die davon also höchstwahrscheinlich nichts gewusst haben, haben sie natürlich trotzdem gestützt, dadurch, dass sie nicht aufmerksam geworden sind, dadurch, dass sie überhaupt keinen Verdacht geschützt haben und den einen guten Rückzugsraum dort in Zwickau gegeben haben und ihnen wahrscheinlich durch den Rassismus, den das NSU-Kerntrio dort tagtäglich gesehen hat, auch den Rücken gestärkt hat, weil sie da sozusagen diese Botschaft aus den 90ern, die Leute stehen im Grunde hinter uns, eigentlich täglich auch wieder erfahren haben. Aber das ist natürlich Spekulation. Das sind aber so die Netzwerke, in denen sich der NSU bewegt hat. Und wir wissen auch einiges zum Handeln der Behörden, auch wenn hier natürlich viele Fragezeichen sind. Wir wissen, wie gesagt, von den 40 V-Leuten. Wir wissen auch, dass die V-Leute berichtet haben, dass die in Chemnitz untergetaucht sind, dass sie berichtet haben, dass sich Waffen besorgen, dass sie berichtet haben, dass Überfälle begangen werden. Aber wir wissen nicht, wo diese Informationen versickert sind, warum der NSU nicht gefasst wurde, ob der Verfassungsschutz von der Mordserie gewusst hat und vor allen Dingen, warum der Verfassungsschutz so gehandelt hat, wie er gehandelt hat. Also das ist natürlich so die Kernfrage, die zunächst unbeantwortet bleiben muss und vielleicht auch nie beantwortet werden kann. Aber vieles über die Funktionsweise, wie geht das genau, wann werden V-Leute angeworben, wie werden die Akten abgelegt, wie werden Treffberichte geschrieben, die ganzen Feinheiten, da weiß man jetzt viel mehr, als das vorher der Fall war. Und weiterhin werden Leute oder Neonazis als V-Leute enttarnt. Neonazis, die V-Leute sind ja dann keine verdeckten ErmittlerInnen. Die werden also nicht in die Szene reingeschleust, sondern werden gezielt Neonazis angesprochen, die dann für Geld an den Verfassungsschutz berichten. Und viel auch das Führungspersonal. Also der Chef von Blood and Honor Deutschland ist letztes Jahr als V-Mann enttarnt worden. Tino Brandt aus Thüringen war ja auch da so eine führende Figur. Obwohl das gesetzlich eigentlich anders geregelt ist, da sollte man nur Mitläufer werben, haben die halt immer das Führungspersonal sozusagen abgeschöpft. Und wir wissen eben vieles über das Handeln der Polizei, auch bei den Ermittlungen sozusagen in der Neonazi-Szene in den 90er Jahren, wo sie eigentlich relativ nah dran waren, aber sie dann eben doch nicht in Chemnitz festnehmen konnten. Und dann natürlich der massive Rassismus bei den Ermittlungen. Das heißt, die sind jedes Mal gegen die Betroffenen, gegen die Angehörigen massiv vorgegangen und zwar immer mit rassistisch konnotierten Thesen, dass es sich also um sowas wie Spielschulden oder organisierte Kriminalität oder mafiöses Milieu sowas handeln könnte und sind auch von diesen Thesen nicht abgerückt, nachdem eigentlich immer klar war, da lässt sich nichts finden. Und gerade bei der Mordserie war dann immer klarer, es handelt sich um eine Mordserie. Die Mordopfer haben überhaupt nichts miteinander zu tun, die kannten sich auch nicht und da lässt sich überhaupt kein stringenter Zusammenhang herstellen. Wurde da bis 2006 nicht in eine andere Richtung gedacht, sondern sich stattdessen immer wildere Theorien überlegt, wie das funktioniert haben könnte. Also sowas wie, wenn Familienangehörige ihre Familienmitglieder loswerden wollen, dann können diese Cesca anfordern, ihre Angehörigen damit erschießen und dann geht die Cesca wieder zurück, also die Mordwaffe, als solche Theorien. Dann hat die Polizei einen Dönerimbiss in Nürnberg aufgemacht und hat dann sich so, haben den dort halt geführt und dachten sich, okay, wenn wir jetzt kein Schutzgeld bezahlen, dann kommen die vielleicht auch zu uns und versuchen uns zu ermorden und dann können wir sie schnappen. Und in Hamburg die bekannte Geschichte, dass hier sogar ein Wahrsager aus dem Iran eingeflogen wurde, der dann zu dem toten Süleyman Taschkeprü, der in Hamburg ermordet wurde, Kontakt aufnehmen sollte. Und dieser Wahrsager hat dann sogar die rassistischen Thesen noch bestätigt, indem er da irgendwie von nicht-weißen Menschen fabuliert hat, die ihm da gezeigt worden seien. Und dass es sich da um rassistisches Handeln handelt, das lässt sich eigentlich daran nachweisen, wenn man sich
die verschiedenen Felder, in denen sie da ermittelt haben, anguckt. Das sind also einmal der Bombenanschlag in der Propsteigasse in Köln, dann die Mordserie und dann der Anschlag in der Kolbstraße. Die haben damals noch nicht zusammengehört. Die gehören jetzt erst für uns zusammen, aber damals eben nicht. Und unabhängig voneinander konnte man dreimal von null anfangen und dreimal sich das von null aus angucken und dreimal wurde in die gleiche Richtung ermittelt. Mit den gleichen Thesen, wie gesagt, gegen die Betroffenen, gegen die Angehörigen auch massiv vorgegangen. Die Ehefrauen wurden zum Teil belogen. Denen wurden irgendwie Fotos gezeigt von Frauen, mit denen ihre Männer angeblich eine zweite Familie hätten. Es wurden verdeckte Ermittler in die Kolbstraße geschickt. Es wurden verdeckte Ermittler zur Familie Josgat geschickt, die so getan haben, als ob sie das Internetcafé kaufen wollen. Das heißt, die Angehörigen Betroffenen sind einfach massivst drangsaliert worden von der Polizei. Auch. Und das, obwohl es immer wieder also diese Hinweise von den Betroffenen gab, sie glauben, es handelt sich um Neonazis bei den Tätern, und obwohl auch von anderen Behörden diese Hinweise kamen. Und nach dem Anschlag in der Kolbstraße hat zum Beispiel Scotland Yard eine Akte rübergeschickt von David Copeland, der einen ähnlichen rassistischen oder rechten Nagelbombenanschlag in Großbritannien verübt hat. Und da haben die im Wesentlichen reingeguckt, gedacht, okay, der sitzt ja noch im Gefängnis, der war es dann wohl nicht, und dann das so zur Seite gelegt. Aber war das ja eher ein Hinweis darauf, hier, auch da könnte es sich um rechtes Motiv handeln. Genau, und auch beim Mord an Michelle Kiesewetter wurde in eine rassistische Richtung gedacht. Das ist jetzt nochmal aufgearbeitet worden. Da wurde gegen Sinti und Roma ermittelt, die da in der Nähe waren, inklusive so Gentests, die in Deutschland gar nicht erlaubt sind. Da wurde die Amtshilfe aus Österreich geholt. Mit so einem Trick damals bei Michelle Kiesewetter war ja gleichzeitig auch diese Wattestäbchen, dieses verunreinigte Wattestäbchen, wo dann also währenddessen von einer Serie in ganz, ich glaube, Deutschland und Österreich, vielleicht auch noch andere Länder ausgegangen wurde, weil eben überall diese DNA-Spur gefunden wurde. Und in Österreich konnte man da keinen DNA-Test machen, der auf die Herkunft hinweist, weil es dort keinen Mord gab. Aber in Deutschland gab es ja den Mord an Michelle Kiesewetter und deswegen wurde dann dieser DNA-Test in Österreich per Amtshilfe durchgeführt. Das soll jetzt auch in Deutschland eingeführt werden, dass man also DNA-Tests macht, die auf die Herkunft hinweisen sollen, was ja an sich schon eine rassistische Praxis ist, weil nur sinnvoll dann, wenn man nicht gegen die, oder es kann ja nur Ergebnisse erbringen, die mehr, also die nicht Millionen Leute einschließen, wenn man davon ausgeht, dass diese Gentests etwas erbringen oder Leute erbringen, die nicht zur weißdeutschen Mehrheitsgesellschaft gehören. Also das ist so eine, nochmal so ein Seitenstrang, zu einer Diskussion, zu der der Mord an Michelle Kiesewetter auch dazu gehört, dass jetzt Gentests eingeführt werden soll, wo auch der NSU dazu oder der NSU-Komplex für instrumentalisiert wird, weil es ja plötzlich so wichtig sei. Genau, und dann hier noch zwei Grafiken, die sind sehr hässlich, ich habe die gemacht. wie das also funktioniert mit dem NSU-Komplex, also und wie sich das vor allem gegenseitig trägt. Also Neonazis, der NSU mordet rassistisch, die Polizei ermittelt rassistisch, die Medien berichten rassistisch und die Gesellschaft inklusive ihrer Linken hinterfragt das nicht und hören die Betroffenen nicht und diese rassistischen Bilder fallen dort wahrscheinlich auf sehr fruchtbaren Boden. Und außen dran der Verfassungsschutz, der da nochmal sein eigenes Ding macht, was ja weiterhin so ein bisschen unklar ist. Was mir an der Grafik wichtig ist, ist, dass sozusagen aus jeder Ebene das Spiel hätte durchbrochen werden können. Also das heißt, wenn die Polizei anders ermittelt hätte, hätten sie den NSU fassen können, wie die Medien das hinterfragt hätten, wäre das auch möglich gewesen. Genauso bei einem gesellschaftlichen Druck nach einem rechten Motiv zu schauen, hätte es anders sehen können. Der Verfassungsschutz hätte das jederzeit auch auflösen können, zumindest in der Anfangszeit, wo wir nachweisen können, dass sie wussten, wo die sind. Und alle Akteure hätten auch nicht das Spiel des Verfassungsschutzes mitspielen müssen. Also der Verfassungsschutz wird ja sehr groß gemacht im NSU-Komplex, auch zu Recht.
Aber es hätte eben die Möglichkeit gegeben, wenn die Polizei anders ermittelt hätte, hätte der Verfassungsschutz noch so viele V-Leute dorthin schicken können, da wäre die Mordserie eben trotzdem unterbrochen worden und so weiter. Und hier nochmal sozusagen etwas abstrakter, wie das getragen wird, NSU in der Mitte, Neonazis hinten drumherum, rechtspopulistische Parteien, noch eins weiter draußen und außen drumherum, die Gesellschaft mit der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit, also mit rassistischer Einstellung und so weiter, die auch immer wieder in den Mitte-Studien flächendeckend festgestellt wird. Das ist also nichts, was außerhalb der Gesellschaft stattfindet, rechter Terror. Das ist ja hier relativ klar, aber im Mediendiskurs wird natürlich immer versucht, den NSU als so drei Leute, Einzeltäter, nichts mit der Gesellschaft zu tun, verrückt, psychopathisch, dämonisch rauszuschieben aus der Gesellschaft. Und wir versuchen das natürlich da wieder reinzubringen. Genau, die offenen Fragen sind eigentlich ähnliche Punkte wie gerade. Wir wissen nicht, wer hat den NSU an den Tatorten unterstützt. Das sind häufig, wenn man an diesen Tatorten ist, dann sieht man das. Das sind Orte, die kann man als Person, die dort nicht direkt lebt, kann man die, findet man die nicht. Ja? So. Also selbst wenn man die ganze Stadt irgendwie abfährt, wäre das wirklich großer Zufall, dass genau diese Tatorte gefunden werden. Die sind immer, am Anfang ist das der Mord an Enver Şimşek, der findet an so einer Ausfallstraße bei Nürnberg statt und danach immer mitten in den Städten, immer sichtbarer, immer näher auch an Polizeirevieren dran, bis dann der Mord an Halit Yozgat in dem Internetcafé stattfindet, wo Menschen sind und wo zwei Häuser weiter eine Polizeistation ist. Und wir gehen davon aus, dass sie an allen Orten Unterstützung gehabt haben müssen. Aber wie das funktioniert hat, ist halt noch nicht klar. Aber jetzt, auch während einem der Nebentage Plädoyers, wurde zum Beispiel nochmal das Beispiel gemacht, der sogenannte Taschenlampenanschlag. Das ist ein Anschlag von 1999. Der ist hier nicht drauf. Der ist nämlich erst während des Prozess rausgekommen in Nürnberg. Haben die eine Bombe abgelegt auf der Toilette, die aussah wie eine Taschenlampe. Dann hat ein Mitarbeiter die aufgehoben, angeschaltet. Es gab dann zum Glück eine Ladehemmung, sodass sie nicht sofort explodiert ist. Deswegen wurde er nur verletzt und nicht getötet von dieser Bombe. Und bei diesem sogenannten Taschenlampenanschlag ist jetzt klar, dass da schräg gegenüber ein Neonazi gewohnt hat, der auch auf der Garagenliste zu finden ist. Die Garagenliste wurde gefunden bei der Durchsuchung 1998 von den drei Garagen, die der NSU angemietet hatte, wo auch Bomben drin waren, Propagandamaterial, Neonazi-Fanzines, wurde also auch eine Adressliste von Uwe Mundlos gefunden, die der angelegt hat. Und da taucht diese Person also auf. Und weiß man jetzt noch nicht, muss es noch weiter ermittelt werden, aber natürlich ist das sehr auffällig, vor allen Dingen, weil von außen bei dieser Kneipe nicht sichtbar war, dass dass das von migrantisierten Menschen eine Kneipe ist, die auch erst vor kurzem so übernommen wurde. Ich glaube, die hieß auf irgendwas Sonnentor oder so, also das war von außen nicht sichtbar und das ist zum Beispiel etwas, woher der Hinweis gekommen sein könnte. Also von Freunden von früher, die dann dort woanders hingezogen sind zum Arbeiten und so weiter. Also dass das Netzwerk so funktioniert hat, alte Freundschaften oder alte Kontakte, die da angezapft werden oder dass Leute beim Arbeiten begleitet wurden auf Baustellen und so weiter. Es wurden ja auch massiv in vielen Städten Ausspähungen vorgenommen, richtig mit Notizen und so weiter und das waren die eben auch, gehen wir davon aus, nicht alleine. Zum Beispiel von dem Internetcafé von Halit Yozgat ist auch eine Skizze richtig gefunden worden in der Frühlingsstraße. Das ist die offene Frage, aber das wollen wir natürlich wissen. Welche Neonazis waren das? Und wie gesagt, das Handeln der Behörden, ich habe es vorhin schon dargestellt, vor allem das Handeln des Verfassungsschutzes, warum hat er das so gemacht, wie er es gemacht hat, warum wurden die Informationen nicht weitergegeben, die die hatten, und so weiter. Das bleibt also noch offen und vielleicht muss man sich da auch noch ein paar Jahre gut gedulden, bis man da zu einer Antwort kommt. Vielleicht wird da auch nie eine Antwort gefunden. Viele Akten sind geschreddert worden.
auf vielen Akten so ein längerer Geheimschutz. Das heißt, es kann auch sein, dass wir in 30 Jahren nochmal sozusagen zusammenkommen, weil da Akten freigegeben wurden, in denen da noch wichtige Sachen drin stehen. Das weiß man nicht. Aber gleichzeitig hat sich ja jetzt in den letzten Wochen schon alleine gezeigt, dass sich lange Atem lohnt. Die Initiative, die Uri Jalloh-Initiative hat jetzt nachweisen können, was schon lange klar war, nämlich dass Uri Jalloh ermordet wurde. Und vielleicht gibt es auch beim NSU-Komplex dann irgendwann so Dinge wie, warum war Andreas Temme in diesem Internetcafé, wo wir eines Tages dann plötzlich einen neuen Anhaltspunkt haben und in eine neue Richtung denken können und dadurch das lösen können. Aber wie gesagt, da braucht es eben den langen Atem. Und das passt auch gut zum Ausblick, der natürlich beinhaltet, dass die Aufklärung weitergehen muss, dass kein Schlussstrich unter den Prozess gezogen werden muss und dass auch wir natürlich weiterarbeiten. Und gleichzeitig gehört auch zum Ausblick natürlich die gesamtgesellschaftliche Situation dazu, weil nämlich der Prozess, die ganze Aufklärung im NSU-Komplex findet ja vor der Hintergrundfolie der aktuellen rassistischen Mobilisierung statt, die auch, die rassistische Mobilisierung hat auch so einen, naja, Effekt oder hat das Lehren aus dem NSU-Komplex hätten gezogen werden können, hat das so unterbrochen auf eine Art. Also es gab so eine Phase, wo das Handeln des Verfassungsschutzes stärker hinterfragt wurde, wo gesamtgesellschaftlicher Rassismus kurzzeitig stärker in einer breiteren Masse sozusagen thematisiert wurde, das Handeln der Polizei, und das ist durch diese rassistische Mobilisierung ein Stück weit, wenn man sozusagen in die große Gesellschaft reinguckt, ein Stück weit gestoppt worden, also kommt sozusagen so zusammen. Und so findet der Prozess, findet die ganze Aufklärung vor dieser Folie statt, und das macht das natürlich noch schwerer. Die Neonazis sind extrem selbstbewusst, wenn sie dort vor Gericht lügen. Und viele Neonazis, die diese Erfahrung gesammelt haben im Netzwerk des NSU, die sind jetzt schon älter, aber die tauchen jetzt trotzdem überall deutschlandweit wieder auf, um Proteste gegen Geflüchtetenunterkünfte zu organisieren und bringen eben diese Erfahrung mit, vernetzen sich dort wahrscheinlich mit jüngeren Neonazis, mit denen sie eventuell diese Erfahrungen auch teilen können. Also das heißt, das setzt uns alle auch so ein bisschen unter Zugzwang, die Lehren aus dem NSU-Komplex möglichst schnell und möglichst richtig zu ziehen, um darauf adäquat antifaschistisch reagieren zu können, sozusagen. Das ist der Ausblick, der da auch viel, der natürlich viel deprimierend ist, weil so wie wir uns die Aufklärung am Anfang vorgestellt haben, so ist das nicht gekommen. Das war sicherlich auch erwartbar, aber gleichzeitig ist noch so vieles offen und man kommt an so viele Sachen einfach noch nicht ran, dass das vor allen Dingen natürlich für die Angehörigen Betroffenen extrem hart ist, die diese Fragen immer haben, die dann immer wieder auch von den Institutionen massiv abgewehrt werden und weiterhin nicht gehört werden. Aber wie gesagt, ich habe trotzdem noch Hoffnung, dass ich da noch einiges, dass einiges vielleicht rauskommt, dass vielleicht sogar in Hamburg nochmal mehr Aufmerksamkeit auf das Thema kommt, dass vielleicht sogar ein Untersuchungsausschuss in Hamburg geben könnte und dass wir eben noch da einiges erfahren, gerade wenn der Prozess, da wären ja auch sozusagen Ressourcen frei und gleichzeitig wird auch eine, fällt auch eine Ausrede weg, die in Hamburg immer genutzt wurde, nämlich, dass der Prozess diese Aufklärung für Hamburg machen soll und man hier selber nichts machen will, das fällt jetzt weg und so weiter. Also vielleicht liegen in diesem Prozessende auch Chancen dafür die Aufklärung. Genau, das ist der Ausblick. Und der Vortrag. Ja, vielen Dank, Caro, für den interessanten Vortrag und den Überblick über den NSU-Komplex und den Stand des Prozesses. Genau, ich würde dann direkt erstmal sozusagen die Möglichkeit ans Publikum geben, Fragen zu stellen. Dazu direkt die Anmerkung, dass wir kein Raummikro haben heute. Deswegen könnt ihr einfach die Fragen stellen und ich wiederhole das nochmal für die Aufnahme ins Mikro. Insofern ja, bitte ich euch auch, keine langen Co-Vorträge zu halten am besten, sondern einfach knappe Kommentare oder Fragen.
Genau, es gab eine Verständnisnachfrage zu dem sogenannten Taschenlampen-Attentat, ob das eindeutig dem NSU zuzuordnen war. Ja, das ist eindeutig dem NSU zuzuordnen. Es gab Nachermittlungen der Polizei, da wurden ja ganz viele Fälle nochmal sozusagen aufgerollt, um bei Morden und Anschlägen zu gucken, ob da vielleicht ein rechter Hintergrund dahinter ist oder sogar der NSU. Die haben das nicht rausgefunden, sondern das hat der Angeklagte Carsten Schulze im Prozess, hat das sozusagen angedeutet, die hätten zu ihm gesagt, die hätten irgendwo eine Taschenlampe abgestellt und dann hat eine Journalistin hat recherchiert, was das sein könnte und hat diesen Anschlag dem zuordnen können, sozusagen. Und diese Praxis, Haushaltsgeräte abzustellen mit Sprengfallen drinne, das ist auch nichts, was der NSU sich ausgedacht hat, sondern das war eine neonazistische Praxis auch in den 90ern, vor allen Dingen in Nordrhein-Westfalen, wo also in migrantischen Vierteln extra sozusagen neu aussehende Haushaltsgeräte auf der Straße abgestellt wurden. Die Leute haben die mit nach Hause genommen, die zu Hause angeschaltet und da waren Sprengfallen drin. Also da gab es sozusagen mehrere Fälle und das sind so verschiedene neonazistische Handlungsweisen, die man also beim NSU findet und auch bei anderen Neonazis dann so durchziehen, was jetzt auch nochmal alles neu aufgearbeitet wird, wo auch manche Fälle erst durch sozusagen Selbstaufdeckung des NSU und seitdem erst rausgefunden werden oder durch die Untersuchungsausschüsse und auch jetzt dann erst auf die Betroffenen zugegangen werden kann und so weiter. Aber da wird jetzt vieles noch aufgearbeitet und ist auf jeden Fall ganz gut auch außerhalb des NSU sozusagen. Genau, die Frage war, ob sozusagen jenseits des Prozesses in München, auf den sich der Vortrag jetzt hauptsächlich bezogen hat, wie es danach weitergeht, auf juristischer Ebene auch, sind da noch weitere Prozesse zu erwarten und wie sieht auch die Rolle der Untersuchungsausschüsse dabei aus? Es gibt noch zwei weitere Ermittlungsverfahren, einmal gegen 9 namentlich benannte Menschen, Neonazis, und dann gibt es noch ein Strukturermittlungsverfahren. Das sind beides Verfahren, die auch als Prozess eröffnet werden könnten, wo aber die Befürchtung besteht, dass das nicht passieren wird. Also das heißt, auch da muss es sozusagen dieses, was heißt kein Schlussstrich unter den NSU-Prozess, muss auch beinhalten, dass weitere Prozesse eröffnet werden. Auch wenn da nichts rauskommt, aber vielleicht aber doch. Also es hat immer die Chance, dass dort noch was ans Licht kommt, was man vielleicht vorher noch nicht wusste. Also das heißt, Prozesse, Untersuchungsausschüsse, das sind jetzt auch nicht immer nur das Mittel der Wahl unbedingt, aber gleichzeitig sind das eben Instrumente, die auch viel ans Licht gefördert haben. Genau, die Rolle der Untersuchungsausschüsse jetzt, viele gehen jetzt zu Ende, also der in Hessen wird jetzt seinen Abschlussbericht schreiben, beispielsweise im Bundestag ist ja letzte Legislaturperiode auch zu Ende gegangen, das ist wahrscheinlich leider kein neuer zu erwarten im Moment. Da stand eine Zeit lang im Raum, dass es einen zu rechten Terror etwas allgemeiner geben sollte. Weiterarbeiten der Untersuchungsausschuss in Brandenburg, in Baden-Württemberg. Dann soll es, oder stehen die Chancen nicht schlecht, dass es einen Untersuchungsausschuss in Mecklenburg-Vorpommern gibt. Da gibt es nämlich jetzt so einen Unterausschuss des Innenausschusses, der aber überhaupt gar keine Befugnisse hat. Der kann eigentlich nur Sachverständige hören, aber keine Akten, keine richtigen Behördenzeugen und Zeuginnen da laden. Und deswegen gibt es da die Forderung, die mit jedem Expertenanhörung dort neu gefordert wird, nämlich richtiger Untersuchungsausschuss. Genau, und da auf dem lastet viel, aber gleichzeitig gar nicht so viel öffentlicher Druck. Die finden ja jetzt schon so ein bisschen statt, ohne dass die Öffentlichkeit da einen großen Blick drauf hat, beziehungsweise medialer Blick da drauf ist häufig nicht so da. Das hat vielleicht mehrere Gründe. Zum einen ist das, was die Untersuchungsausschüsse rausfinden, viel kleinteiliger. Das heißt, man muss da viel mehr von verstehen, um das machen zu können. Das ist auch sozusagen eine Medienkritik, die da immer wieder geäußert wird, dass also so Prozess ist leicht, Prozess angeklagt, Prozess ist Beate Zschäpe, darüber lässt sich irgendwie leicht berichten. Das, was die Untersuchungsausschüsse rausfinden, ist irgendwie anstrengender und versteht man halt nicht so richtig und deswegen findet es medial nicht so statt. Und das hat sich dann auch zugespitzt. Beate Zschäpe hat in München irgendwie eine kurze Erklärung verlesen
So. Und gleichzeitig ist im Bundestagsuntersuchungsausschuss rausgekommen, noch nicht komplett. Da ging es um das Aktenschreddern am 11.11.2011, also super kurz nach der Selbstaufdeckung des NSU, als im Bundesamt für Verfassungsschutz Akten geschreddert wurden von V-Leuten aus Thüringen. Da wurde dann immer bis dahin klar so dargestellt, sei halt um so Löschfristen gegangen und sei auch so ein bisschen aus Versehen gewesen. Und an dem Tag kam in dem Untersuchungsausschuss raus, dass derjenige, der es angewiesen hat, nämlich Lothar Lingen, der hat beim Bundesanwalt ausgesagt, er dachte, es sei vertraulich, war es glücklicherweise nicht. Jedenfalls hat er gesagt, ja, er hätte sich gedacht, so viele V-Leute, da denken die Leute bestimmt, wir wussten das, aber wir wussten das ja nicht. Aber wenn ich jetzt die Akten schreddere, da sieht das ja gar nicht mehr so viel aus und dann fragen die Leute da bestimmt auch nicht nach. Also tatsächlich einfach mit Absicht, was auch strafbar ist. Es gibt auch jetzt ein Ermittlungsverfahren gegen ihn und das ist medialer total untergegangen, weil in München die Angeklagte irgendwie ihre eigenen Worte gesprochen hat, irgendeinen Quatsch wieder erzählt hat und dann in allen Medien darüber berichtet wurde, wie hoch oder tief jetzt ihre Stimme gewesen sei. Also auch wirklich, kritikabel. Genau, und gleichzeitig gibt es auch sowas wie, also es ist sehr detailliert, in Brandenburg geht es vor allen Dingen um den V-Mann Piatto, der ausgesagt hat, bei seinem V-Mann-Führer, dass die drei sich in Sachsen Waffen besorgen. Also daher kommt die Information, dass die auf der Suche nach Waffen sind. Und der Brandenburger Ausschuss hat sich aber erst mit einem anderen Themenkomplex beschäftigt und fängt erst jetzt sozusagen kurz vor Ende des Prozesses mit Piatto überhaupt an. Das heißt, auf den Prozess hat das keine Wirkung mehr und kann deswegen so auch ein Stück weit verpuffen. Weil natürlich hat die Aufklärung immer dann am besten funktioniert, wenn Prozess, Medien, Initiativen und Untersuchungsausschüsse sich einem ähnlichen Thema gewidmet haben. Und gleichzeitig, wie gesagt, es wäre schön, wenn es in Hamburg noch einen Untersuchungsausschuss gäbe und deren Rolle ist jetzt natürlich noch so viel wie möglich irgendwie rauszufinden. Haben die Ausrede Prozess nicht mehr, Akten müssen geliefert werden, wo vorher gesagt wurde, nee, die sind im Prozess irgendwie gebunden. Also das heißt, da gibt es auf jeden Fall Chancen, aber gleichzeitig braucht es ja auch gesellschaftlichen Druck, medialen Druck, der noch nicht da ist, wenn es deine Frage beantwortet. Da hinten ist eine Frage. Genau, die Frage war, dass es ja viel Kritik gibt an dem Prozess, der Art und Weise, also dass viele Fragen in dem Prozess auch gar nicht geklärt werden, also auch gerade Fragen der Angehörigen, der Mordopfer und der Betroffenen und dass es dann den Gegenstandpunkt gibt, dass der Prozess darauf auch gar nicht ausgelegt war, sondern eben ein Strafprozess, der die Schuld der Angeklagten entscheiden soll und genau, die anschließende Frage dann darauf hin, wie das zu bewerten wäre oder wie der Prozess dann von Anfang an hätte anders aussehen müssen, um diese Fragen zu behandeln. Mhm. Ich bin ja keine Juristin, das schon mal sozusagen voraus. Das entnehme ich den Statements der NebenklagevertreterInnen. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, ist es A, möglich in einem Prozess, in dem es um eine terroristische Vereinigung geht, auch in einem Anfangsprozess sozusagen das Netzwerk festzustellen, um dann daraus noch verschiedene Prozesse eröffnen zu können im Nachhinein. Also dass dieses etwas offenere Schauen, was ist das Netzwerk, dass das sehr wohl möglich ist. Und gleichzeitig hätte es ja auch was mit der Schuld der Angeklagten sozusagen zu tun, wenn dort Leute vor Ort ausgespäht haben, oder wenn der Verfassungsschutz eine größere Rolle gespielt hat, könnte es die ja auch sozusagen entlasten. Das ist zwar dann nicht sozusagen in unserem Sinne, aber das könnte deswegen könnte das auch in den Prozess reingeholt werden. Und der Prozess hätte dann, um das zu tun, vor allen Dingen hätte die Bundesanwaltschaft halt offener ermitteln müssen, also nicht diese Trio-These allem voranstehen, um alles andere rauszuhalten. Es hätten in Ermittlungen von der Bundesanwaltschaft, hätten der Verfassungsschutz und Neonazis nicht sanft behandelt werden dürfen, was oft passiert ist. Also das heißt, dass da nicht besonders kritisch nachgefragt wurde in Befragungen und so weiter und dann auch
nicht, wenn die als Zeugen und Zeugin vor Gericht waren, wurde auch nicht scharf interveniert. Also das heißt, sie wurden, man kann ja Aussagen von Leuten so annehmen oder man kann das nochmal hinterfragen und die so ein bisschen so grillen. Das ist häufig nicht passiert. Das wäre nötig gewesen und es wäre natürlich nötig gewesen, sämtliche Anträge der NebenklagevertreterInnen, die das Netzwerk, den Verfassungsschutz da reinholen wollten, dem stattzugeben. Und das wäre wohl, wenn ich das richtig verstanden habe, auch juristisch so möglich gewesen. Und es wäre vor allen Dingen auch nötig gewesen, diese Behauptung der Bundesanwaltschaft, es gäbe keinen strafrechtlichen Anteil der Behörden am NSU-Komplex auch zurückzuweisen. Weil das, was der Verfassungsschutz gemacht hat, das heißt, die Infos nicht weitergegeben und so weiter, das nennt sich Strafvereitelung oder wieder irgendwie sowas. Also das heißt, da gibt es Strafbestände, die das umfassen, wenn man also Ermittlungen behindert. Also sowas hätte da reingeholt werden können und dann sicherlich in andere Prozesse im Nachhinein oder parallel ausgelagert werden können. Aber juristisch ist das wohl möglich, so ein Verfahren sehr offen zu führen. Und das wurde auch nochmal dann dargelegt vom Nebenklagevertreter von der Familie Josgat, dass also es gibt juristisch die Pflicht, dass ein Gericht eine Aufklärungspflicht hat, eine Ermittlungspflicht hat, also den Dingen auch wirklich nachzugehen. Und die kann man auch sehr offen fassen. Und deswegen wäre das möglich gewesen, das in den Prozess reinzuholen. Und deswegen ist die Kritik auch richtig. So. Die Frage aus dem Publikum dreht sich um den Verfassungsschutz, also wie da der Stand ist der Aufklärung in Bezug auf die einzelnen V-Männern und inwiefern es da noch Möglichkeiten gibt, das weiter aufzuklären. Na, Möglichkeiten, das aufzuklären, gibt es natürlich, also würde ich sagen, gibt es. Vor allen Dingen werden natürlich Mitglieder des Verfassungsschutzes gut daran, auch mal Informationen zu leaken. So, sowas, also ne, gleichzeitig finden ja auch Journalisten, Journalistinnen durch Recherche Dinge raus. Also das ist ja kein monolithischer Blog gewesen. Auch Akten, die vernichtet werden, tauchen an anderer Stelle wieder auf. Also da drin ist sozusagen die Chance, dass das gar nicht so ein abgeschlossener Blog ist, sondern einfach mehrere Institutionen beinhaltet, dass da noch was rauskommt. Aber Wirkung für die Zukunft kommt drauf an, welche. Also, dass wir in unserem Misstrauen und in der Forderung, den Verfassungsschutz abzuschaffen, dass man davon sozusagen nicht abrückt und sich darin nicht beirren lässt und gleichzeitig leider ja wahrnehmen muss, dass der Verfassungsschutz aus dem NSU-Komplex rausgeht mit mehr Geld, mehr Kompetenzen, mehr Personal, das auch V-Leuten jetzt gesetzlich noch, also die haben ja schon immer Verbrechen gegangen und wurden dann vor der Verfolgung, vor den Ermittlungen sozusagen geschützt, aber jetzt ist das auch so ins Gesetz gegossen sozusagen, das Misstrauen, das gesellschaftliche Misstrauen gegenüber dem Verfassungsschutz und auch von Parteien und so weiter, was es kurz nach der Selbstaufdeckung des NSU auch gab, das ist völlig weg. In Hessen ausgerechnet soll jetzt der Verfassungsschutz Projekte gegen rechts überprüfen können, bevor die staatliche Mittel bekommen. Das ist jetzt nochmal eingeschränkt worden, nur bei Anfangsverdacht. Das kann natürlich auch wieder alles sein. Also das heißt, der Verfassungsschutz hat einfach auch eine gesellschaftliche Wirkkraft, die da nicht, dass sie auch an Schulen sind, dass sie in Gedenkstätten irgendwie Kurse gegen rechts machen und so weiter. Das geht alles gar nicht. Also das muss man sozusagen als Linke massiv zurückweisen. Aber ist auch ein sehr mühsamer Kampf, aber in dem darf man sich dann nicht beirren lassen, so wie sich der Rest der Medienlandschaft und so weiter davon also wieder abgerückt ist. Das war ja, also dass der Verfassungsschutz abgeschafft wird, naja, aber dass die Forderung eine Berechtigung hat, das war eigentlich schon erreicht 2012 und das ist ja völlig weg.